Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wie angekündigt, heute machen wir so ein kleines Baurühmchen. Ein bisschen was an der Base rumgebastelt. Was ich schon mal vorbereitet habe, seht ihr hier. Und zwar, ich habe einmal so ein Tor gebaut, ich habe einen Generator gebaut. Ich habe hier vor, ein Rolltor zu machen mit Bewegungssensor, dass wenn wir hier angerauscht kommen, dass das Tor hochgeht. Meine einzige Angst ist jetzt, weil ich nicht genau weiß, wie man dieses Rolltor, also in welche Richtung dieses Rolltor aufgestellt wird, wie es dann, ja, kaputt geht. Kann man das irgendwie abbauen? Nee, ne? Nein. Das kann man nicht abbauen. Das ist ja jetzt doof. So. Dann. Achso, jetzt ist wieder alles kaputt. Dann müssen wir es leider so machen. Geht das leider nicht anders. Ich glaube, das hat mehrere, oder? Nee, nur eins. Ne? Ja, ich habe es gewusst. Ich habe auch schon noch ein bisschen. Ja, gleich wird noch. Das ist zu laut. Alter, noch eins. Hau ab. So. Vorher, bevor sie ganz so laut ist. Ich habe noch ein bisschen was umgebaut und zwar habe ich die Schmieden von oben hier runter geholt und habe die einmal hier hingesetzt, habe die dann aufgeteilt, einmal in Eisen, einmal in Stein und Lehm, Messing und Blei. Das heißt, hier machen wir das ganze Eisenzeug wie Stahl, Eisenbarren, sonstiges. Hier kommt nur Zement raus, hier kommt dann die Patronenhülsen und alles raus und hier die Geschossspitzen und den Schrot. Ja. Damit wir das Ganze ein bisschen zentraler haben und nicht alles da oben rumsteht. So, und hier habe ich nochmal eine Händlerkiste hingesetzt. Weil die ganze Zeit oben das Zeug haben, ist zu doof, deswegen habe ich es da unten gesetzt. Wahnsinn. Ach, die ist ja doch ganz effektiv, Alter. So. Steine hier weg, weil ich habe 3 auf 5. Ja, ich weiß mal nicht, wer den Speier drin hat in der Probe. Weil mir kommt es nämlich so vor, dass die Schreierin nur noch kommen, wenn ich den Bohrer benutze. Wenn ich unten in meiner Mine bin und da rum meiner, dann kommen irgendwann Schreierinnen. Ansonsten nicht. Also, ich glaube, das ist mit Bohrer mit dabei, nicht mal mit Schmieden. Das glaube ich auch. Warte mal, ich setze das nochmal rein, weil ich hatte es vorhin mal so. Jetzt bin ich überfragt, ne? Jetzt weiß ich halt nicht, weil ich es kann nicht sehen. Wie rum ich dieses Tor setze, wie rum das dann geht, ne? Wenn ich das hier reinsetze, weiß ich nicht, in welche Richtung es jetzt aufgeht und zu, ne? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die Stahltür müssen wir dann auch wegmachen, ne? Naja, die lassen wir. So, jetzt habe ich Schiss. Jetzt habe ich Schiss, dass wir es einfach verkehrt rumgesetzt haben. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. So, ich habe was vergessen draußen. Lass doch mal die Tür offen jetzt hier. Kalle, lass doch mal die Tür offen. So, und zwar. Zack. So, und dann müssten wir rein theoretisch. Oder wir müssen erstmal hier. Generator. So, da setzen wir mal 2 Dinger rein. Dann. Füllen wir die ganze Geschichte mal auf, stellen dich an. So, und wir gehen praktisch von hier auf die Kamera und von der Kamera aufs Tor. Ja, Mann! Ja, auch noch in die richtige Richtung. Oh, wie geil. Oh, ich schmeiß mich weg. Oh, Schwein gehabt, ey. So, pass auf. Das funktioniert nur, wenn ich da bin. Sofort. Und Stromversorgungsdauer machen wir mal 1, 2, 3. Ja, machen wir 3 Sekunden. So, und dann. Ab hier. So, pass auf. Aber, jetzt haben wir ja ein Problem, ne? Ich habe nur eine mitgenommen. Wie kommen wir hier wieder raus?
Wie kommen wir hier wieder raus? Das war natürlich jetzt schlau, ne? Wir haben nämlich nur einen Sensor nach oben. Da hat er wieder nicht mitgedacht, der Papa, ne? Da hat er wieder nicht mitgedacht. Falle? Natürlich nicht. Was brauchen wir so einen Sensor? Brauchen wir 2 Eisen, 6 Elektro, 1 Mechanik. 6 Elektro. 6 Elektro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. 1, 2. Habe ich das ganze Zeug auf einmal her? 2, ne? So, ich habe hier nochmal ein bisschen Stahl, ein bisschen Beton habe ich gemacht. Müsste eigentlich hoffentlich lang. So, machen wir nochmal schnell einen Sensor. Der ist ja schnell fertig. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Ich fange ja auch schon wieder an, hier für die Fallen draußen die Dinger zu machen. Ah, ist nicht viel, ne? Wir brauchen... Hä? Ein zu viel gehabt? Hat da einen zu viel gehabt? So, die 5er Ranch, auch sehr geil. Habe ich da nicht noch Pflastersteine machen wollen mit dem bisschen? Ja. Hat's abgebrochen, warum auch immer. Dann haben wir hier noch Lappen. Hatten wir hier noch... Hatte ich nicht ein anderes Messer? Habe ich das mal verkauft? Hatte ich nicht ein Messer mit einer Klinge drin? Okay. Ah, und ich habe ein bisschen Farbe gemacht. Da können wir auch ein bisschen rumprobieren mit der Farbe. Ich habe überlegt, ob wir den Boden vielleicht so machen, weil den Boden brauchen wir ja nicht aufhärten. Das ist ja eigentlich Blödsinn. Ah, da ist er schon. Den Boden brauchen wir ja nicht aufhärten. Oh, die Nagelpistole ist so Gold wert. So, pass auf. Huch. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt müssen wir das eigentlich alles nochmal neu verkabeln. Oh, Mike. Jetzt wegmachen. Was ist denn? Oh, Alter. Junge. So. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn wir von da, da drauf gehen. Und der. Geht das? Ja, geht. Ah! Hallo? So. Die bleibt ausgelöst. Auch 3 Sekunden. Und von der Bewegung her... Machen wir so. Nur wenn wir direkt vor der Tür stehen, ne? Das langt. So, pass auf. Das heißt, wenn wir mit dem Moped kommen... Ah, oh, was ist da los? Ich soll's gerade ausfahren. So, wenn wir mit dem Moped ankommen, müsste es ja auch funktionieren. Jawohl, sehr geil. So, dann fahren wir rum, dann fahren wir in der Gegend rum, fahren übelst zack und dann kommen wir nach Hause. Kamera geht an, wir fahren rein. Bam, zu. Nice. So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das, aber hier sollten wir vielleicht den Auslöser auch ein bisschen... Hallo? Vielleicht noch ein bisschen weiter... So, oder? So, ja. So, sehr nice. Doch, gefällt mir. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall noch die Wände aufbessern. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier. Das hier. Müssen wir ersetzen. Zumindest die ersten 3 Schichten. Müssen wir mindestens Beton machen. Weil die klopfen die überall dagegen. Das ist ja... Da ist ja nichts. Guck mal, da sind 300. Da klopfen sie 2-mal dagegen. Und dann hat sie die Sache gegessen. Deswegen habe ich hier unten... 354 von den Steinplatten. Was ich aber nimmer genug habe, ist Pflastersteine. Das heißt, wir müssen mal kurz ein bisschen Zeug besorgen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den Lehm einfach hier irgendwo wegminern soll. Ich meine, wir haben ja schon mal ein bisschen, was wir hier machen können. Sie den Steinhaufen hier wegmachen. Das ist überhaupt kein Thema. Bin ich in die Mine oder warum habe ich die Dinger hier hingesetzt? Egal. Einfach ein paar Steine klopfen. So.
Aber das mit dem Tor freut mich, dass das jetzt funktioniert hat. Aber ich hatte so Angst, dass ich das falsch umsetze. Eigentlich bräuchte man einen besseren Bohrer. Der 1er Bohrer ist so schön, dass man haben, aber eigentlich bräuchte man mal so einen 4er oder 5er Bohrer, dass da ordentlich was wegmacht. Na guck mal, es kommt nicht viel warum, ne? Leider nein. Das Einzige, was ich machen könnte. Ich habe vorne in der Hordenbase habe ich noch die Metallblöcke. Ob ich die holen soll und dann damit das machen soll. Aber dann ist der Zement wieder komplett gleich weg. Aber wir müssen ja eh mit Beton. Ja, noch kaputt. Ich weiß nicht, ich bin unschlüssig, aber wir brauchen eh noch mehr Beton. Also es hilft alles nichts. Ah, ich glaube, wir fahren mal kurz nach. Fahren mal kurz zur Horde Base. Ah, das ist noch nicht so ganz. Das mit den Sensoren ist noch nicht so ganz ausgereift. Die muss ich glaube ich noch richtig einstellen. So, pass auf. Die restlichen Steine schmeiße ich mal hier rein, die brauche ich dann für Beton. Schaut's aus, warum ist sie denn schon wieder alles aus? Warum ist sie denn schon wieder alles aus? Dieses Holz ist so schnell durchgebraten, ne? So. Zement. Mini-Zement. So, Eisen. Zack. Huch. So, dann fahren wir mal kurz zur Horde Base. Dann kann ich eigentlich die Klingfalle gleich mitnehmen. Und ich nehme mal 1000 Beton mit. Und wir haben gesagt, wir nehmen den Stahl mit. Und wir nehmen das Eisen mit. Das langt erstmal. Ja, eigentlich wollten wir daheim rumbasteln. Jetzt fahren wir schon wieder zur Horde Base. Aber wir müssen ja. Wir brauchen ja das Zeug. So. Alter, das dauert ein bisschen, ne? Das dauert kurz. Alter. So, da ist es. Ich hoffe, der Bug ist wieder weg. Ich hatte nämlich gestern, wo ich aufgenommen habe, einen kleinen Bug. Da bin ich nämlich hier reingegangen. Und dann war das Dach vom Haus wieder da. Aber, oh, es ist weg. Sehr gut. Weil gestern war ja nämlich das Dach vom Haus wieder da und dann hatte ich hier alles voller Hausdach. Aber ich konnte es dann abbauen. Also es war einfach nur da, aber ja. Glück gehabt. So, dann haben wir gesagt, wir bauen hier oben noch eine Blade Trap hin. Wenn die sich hier stauen und hochspringen, jetzt überlege ich gerade, ob wir das ein bisschen weiter rüber setzen wollen. Oder direkt drüber. Eigentlich wollten wir ja zwei setzen. Das heißt, ich kann die schon hier hinsetzen. Und mach dann einfach der hier noch eins nach oben. Und dann, wenn wir dich anmachen. Alter, voll die Schnetzelbude. Sehr geil. Wie viel haben wir jetzt? 90 von 300, das ist ja nischt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wenn wir schon den Stahl dabei haben, werten wir hier noch auf. Wo haben wir gesagt? Hier. Ganz hoch braucht man nicht. Dann hier. Hier haben wir noch Beton. Was? So. Wie viel habe ich noch? Wow. Das war's schon wieder, ne? Das war's schon wieder. Das war's schon wieder.
sind sie? Ach so, hier, das ist der, der hochgesprungen ist, ne? So, das langt erstmal. Das langt erstmal. So. Das ist Stahl, ja. Doch, das langt erstmal. Das müsste erstmal langen. Hier ist noch. So. Ah, ich denke schon. Ich denke schon. Hier drin würde ich jetzt noch gar nicht... Doch, wenn die... Jetzt sind ja die Cops schon gekommen, ne? Hier zumindest. Einmal noch aufwerten. Wenn die Cops kommen, sind die Steine halt gleich durch, ne? Zack. Von unten ist erstmal egal. Aber von hier... Die Dinger oben könnte ich eigentlich auch wieder wegmachen, ne? Die Biberframe. Die könnte ich eigentlich auch schon wieder wegmachen. So. Hier noch. So, lala. Das langt erstmal. Das müsste erstmal lang. Geh mal hoch. Ach, was wir noch gesagt haben, ist... Wir haben doch noch gesagt, dadurch, dass der da hochgesprungen ist, machen wir die hier hin. Vielleicht hält ihn das ein bisschen ab, hier hoch zu springen. Und die haben wir das letzte Mal... Doch, nee, das letzte Mal haben sie aufgefüllt. Ich glaube, das Mal davor hat man sie nicht aufgefüllt. Ne? Ach, hier ist noch gar nichts passiert. Das ist ja sportlich. Zumindest die oberen. Eisen haben wir dabei, dass wir das hier verstärken können. Ah, siehste. Da waren die Geier nämlich dran. Hier oben wollte, muss er nämlich alle aus Eisen machen. Wo die Geierinos hier auf einmal dann unten in der Base stehen. So. Nein! Schon wieder alles leer. So. Hallo? Warum kann ich dich nicht aufwerten? Bist gar nicht da oder was? Okay. Da ist die Hitbox irgendwie komisch. Ah, jetzt. Sehr dubios. So. Können wir hier noch zumachen, haben wir gesagt. Nein! Scheiße! Ich wollte hier gar nicht auf Stahl aufwerten. So ein Mist. Haben wir irgendwo noch Stahl? Nee. Eisen. Da haben wir noch Motor. Da klauen wir uns noch einen. Da klauen wir uns noch einen Motor. Okay. Das war's. Das war's. Hier müssen wir noch aufwerten, ne? Okay, ansonsten haben wir aber... Warum die da drin sind? Da sind noch zwei. Dann bleiben die mal hier. So, sehr gut. Okay, haben wir ja auch schon wieder was. Halt. Sind doch noch welche drin? Da sind sie doch. Die wollten wir mitnehmen. Aber sind auch nur noch 74. Mist, ich brauche Eisen. Es hilft alles nichts, ich brauche Eisen. Schön schaut's aus. Na, wobei unten könnten wir vielleicht die Blöcke auch noch aufwerten, damit Pflasterstein. Das Haus sehen hat geschwebt. Jetzt nicht mehr. So, dann fahren wir mal in die Bude rein. Sehr geil. Sehr geil.
Perfekt. So. Aufgemerkt. Wir brauchen mehr Eisen, ne? Und vielleicht geht das Feuer nicht aus. Das wäre auch ganz wichtig. So, zack, Lehm rein. Ja, dann müssen wir mal kurz ein bisschen in die Eisenmine. Mal gucken, vielleicht... Wir gehen mal zusammen. Vielleicht kommt ja gleich die Schreierin. Dann könnt ihr mal sehen, was ich hier unten schönes alles gemacht habe. Also wir haben hier Kohle. Und hier haben wir Blei da oben. Hier hinten haben wir dann Nitrat und Eisen. Aber en masse. Dann fahren wir mal ein bisschen was. Vielleicht kommt ja gleich die Schreierin. Was ich überlegt habe, eigentlich hier ist doch die Eisenbrecher-Mod drin. Verändern, raus. Und hier ist nur so eine Tank-Mod drin, die eigentlich für einen Bobbes ist. Oh Mann. Weil das macht eigentlich mehr Sinn. Haben wir eigentlich noch einen Punkt? Wir haben noch einen Punkt. Wir wollten in die Altstoffsammlung gehen, um was. Ich überleg gerade, ne? Du bist aber das ein netter Kumpel. Wie in guten alten Zeiten. Fertige Werkzeug von Qualität 4 erhöht den Werkzeugschaden um 30% und Blockschaden um 90%. Hauptader. Mehr Erz zu finden geht langsam wie Fleisch und Blut über. Sammle 14% mehr Erzsteine, Geländeblöcke und Bäume mit Äxten, Spitzhacken, Kettensägen und Erdbohrern. Ja, komm, wir nehmen das. Dann kriegt man ein bisschen mehr raus. Weil das brauchen wir auch. Brauchen die Ressourcen. Das hilft alles nichts. So. Da kann man schon wieder 1000 Eisen raus. Ne? Geil. Ich hoffe nur echt, dass die Eisenmine oder die Mine hier irgendwann nicht einstürzt. Das ist meine größte Befürchtung. Statik. Weiß ja jeder, ist ja genau meins. Von daher. Aber hier ist so viel Eisen drin. Jetzt kommt die Schreierin auch nur nachts. So. Wir machen. Na, es ist für 3000, wollte ich sagen. 3000 haben wir schon. So, wo geht's hier raus? Hier, hier ist halt en masse, ne? Überall ist Eisen. Ist halt schon geil. So. Der Nagler. Schon geil. Die Quest haben wir noch gar nicht, ne? Hier mit Nägeln, ich glaub. Waren es Hasen töten mit Nägeln? Ich glaub schon, ne? So. Ich bin völlig außer Puste. So, zack, zack. Dann hauen wir dich hier rein. Dann können wir so lange. So, dann brauchen wir dich hier. Dich lassen wir mal noch drin als eiserne Reserve. So. Und dann gehen wir ein bisschen von außen rein. Dann setzen wir die hier zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann könnte man ja rein theoretisch, wenn das schon geht. Ich weiß nicht, ob das geht mit feuchtem Beton. Das ist aber nicht die Farbe. Oder ist es die Farbe? Nur weil es vielleicht noch feucht ist. Nee, das ist nicht die Farbe. Was? Wo ist die Farbe? Ist die, oder? Ja. Genau, guck.
Können wir dann einfach drüber pinseln und dann sah es aus wie vorher. Ist einfach nur verstärkt. Heilig, Alter. Dadurch, dass der Tank jetzt, die Tankmod nicht drin ist, geht er natürlich auch schneller leer. So, das lassen wir natürlich stehen. Zack, 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 zack. Zu viel dürfen wir dann auch nicht wegmachen. Dass uns die Bude noch einstürzt. So, und ich denke, Dreierhöhe langt erstmal, wenn wir das so machen. Dreierhöhe müsst erstmal lang. Davon gehe ich stark aus. Wenn sie sich ja stapeln, können wir ja dann, wenn wir die Ressourcen haben, das Vierer nochmal machen. Auf Vierer Höhe nochmal ein. Aber ich habe echt Angst. Und so eine große Mauer außen rumziehen wollte ich auch nicht. Ich mache vielleicht im vorderen Bereich noch hier eine kleine Mauer um den Vorhof, aber das war's dann auch. Eine komplette Mauer rumsetzen wollte ich eigentlich nicht. Ich hab's doch gewusst. Ich sag doch, wenn ich einen Bohrer benutze. Wenn ich einen Bohrer benutze, kommt die blöde Kuh, ne? So, hat die jetzt geschrien, dass jemand kommt? Nee. Wo ist der Airdrop hin? Ein Schneebiom. Da will ich nicht. Nein. Wir haben schlechte Erfahrungen im Schneebiom gemacht. Also ich sag ja, wenn ich den Bohrer benutze, kommt die blöde Kuh, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist, weil früher war es, glaube ich, immer, wenn die Schmieden gelaufen sind, aber mittlerweile ist es, glaube ich, wenn der Bohrer gemacht wird. Wenn du mit dem Bohrer arbeitest. So. Dann kriegt man auch noch ein bisschen Eisen, dann können wir aus dem Eisen dann noch ein paar Blöcke wieder zaubern. So, zack. Zack, da haben wir ja zum Glück schon mal einen reingesetzt. Hallo? Da ist schon mal jemand einen reingesetzt. Oh Gott. Zack, zack, zack. So, hier. Dann sind wir nämlich hier ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich überlege auch, ob ich hinten die Toilette wegmache. Weiß ich noch nicht. So ein bisschen die Feuerwehr anpassen für meine Bedürfnisse, weil die Toilette brauchen wir eigentlich nicht. Wir sind ja nicht in der Exodus, dass wir auf Toilette gehen müssen. Wobei es halt eigentlich aber auch dazugehört, ne? Ja, mal gucken. Mal kicken. So. Ist halt auch eine ziemlich zementlastige Geschichte hier, ne? Ja, weil 1000 sind schon weg, ne? Und wir haben noch nicht mal eine Hausseite. Sportlich. Sportlich, sportlich, sag ich euch. Ich könnte es auch gleich aufwerten, aber das ist... Glaube ich, dann brauchst du noch mehr, oder? Alter, nicht dein Ernst. Ich sag ja, das ist... Sobald du hier mit dem Bohrer arbeitest, ist sie die Schreierin on Tour, ey. Das ist der Wahnsinn. Blöde Kuh. Aber du musst da echt rechtzeitig erwischen. So, ich wollte was ausprobieren. So, Eisen, Eisen, Beton. Ernsthaft? Ernsthaft? Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Soft. Da brauche ich nur 10 Beton. Aber da kriege ich glaube ich gleich den, ne? Und bei dem anderen muss ich zweimal aufwerten. Oder? Komm, wir lassen das jetzt mal trocknen und dann warte ich mal. Weil das würde ich jetzt gern wissen. Aber ich glaube, dann kriegen wir nur die erste Stufe der Aufwertung, nicht die zweite.
Ja, ich glaube, da gibt es nur die erste Stufe, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm, das machen wir jetzt weg. Wir gucken nochmal, wir sehen sie dann ins Treppen. Wir streichen jetzt mal nicht drüber. So, ich will da so eine Schreierin. Nimm noch eine Schreierin und die lassen wir nicht schreien. Einfach nur, damit wir noch ein bisschen Action hier drin haben. Zack. So, was ist denn? Wir brauchen eh Stein. Komm. Weißt du, wenn man so brav kommt, sind die blöde Kuh. Ernsthaft. Bin ich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Finde ich jetzt nicht okay. Muss ich wirklich sagen. Das finde ich jetzt nicht okay. Hm. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gott, bin ich ganz erschrocken. Hier müssen wir auch noch alles aufwerten. Ja, sogar zweimal. Oh nein, ey. So. Das können wir eigentlich hier so lassen. Warum kommt hier jetzt keine Schreierin mehr? Na, aber guck, hier trocknet es zu denen. Hier trocknet es zu denen. Muss das hier auch so streichen? Ja, ne? Zack. Dann fällt es gar nicht auf. Dann ist das ein Bild. Dann fällt es überhaupt nicht auf. Oben die Dinger machen wir auch rot. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja. Ich denke mal, oben werde ich dann jetzt nach der Aufnahme hier oben mal alles rot machen, damit es ein stimmiges Bild hat. Hier mal gucken, ob die Pflastersteine hier auch gibt, aber bestimmt, ob die Pflastersteine hier... Alter. Beste, der gibt. Wahnsinn. Manchmal frage ich mich echt, ne? Wo ich meinen Deutschkurs gemacht habe. Heimat, deine Sterne, ey. Schwierig. Jo. Schade, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen Action, aber irgendwie haben die keinen Bock. Sorry, tut mir leid. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt nach der Folge noch ein bisschen hier rummachen, werde hier oben mal das Zeug streichen, damit es ein besseres Bild gibt. Dann warte ich mal ab, wie das Ganze hier getrocknet ist, auf welcher Stufe das Ganze ist. Aber ich glaube, es ist wirklich nur auf der ersten Stufe, nicht auf der zweiten Stufe hier auf dem Beton. Ja, müssen wir mal gucken und dann schalten wir rüber in die nächste Folge. Ja, und in der machen wir, glaube ich, mal ein Haus oder irgendwann machen wir, glaube ich, wieder mal eine Quest. Ja, ich denke auch. In der nächsten Folge machen wir wieder mal eine Quest, damit wir wieder ein bisschen was zu tun haben, damit wir ein bisschen Ablenkung haben, ein bisschen Spaß haben. Und dann werde ich so peu à peu ein bisschen was an der Bude bauen. Ein bisschen mit euch, ein bisschen ohne euch, sodass wir auch mal immer schön Abwechslung dran haben. Okay, super. Dann vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Euer Mobus-Hippie. Ciao, ciao.